Präsident. Wort Hubert Fuchs, der FPÖ-Finanzsprecher. Zuseherinnen und Zuseher, wenn man sich die Begründung dieses SPÖ-Antrages durchliest, so wird hochtrabend von einer Steuerreform für kleine und mittlere Einkommen gesprochen. Das, was die SPÖ beantragt hat, ist keine Steuerreform, sondern eine Einzelmaßnahme im Einkommensteuertarif. Durch die Ausweitung der ersten Tarifstufe soll das Einkommen bis 1.700 brutto pro Monat ab 2020 von der Lohn- und Einkommensteuer befreit werden. Übrigens wird Lohn- und Einkommensteuer mit Doppel-S, Herr Kollege Greiner, geschrieben, also ein S würde ausreichen. Die SPÖ scheint aber hier die Neuerungen in der letzten Zeit nicht mitbekommen zu haben, denn, wie mein Vorredner schon angeführt hat, seit 01.01.2019 gibt es den Familienbonus. Und die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung hat das, was die SPÖ für 2020 fordert, schon längst umgesetzt. Bereits seit 01.01.2019 zahlt man bei einem Monatsbrutto von fast 1.900 Euro und einem Kind keine Lohnsteuer. Und hätte die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung sämtliche Steuerpläne umsetzen können, dann hätte es ab 2022 für Arbeitgeber die Möglichkeit gegeben, jährlich bis zu 3.000 Euro pro Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei in Form einer Mitarbeitergewinnbeteiligung auszuzahlen. Arbeitnehmer hätten so am Profit des Unternehmens steuer- und sozialversicherungsfrei mitpartizipieren können. Wir hätten die Möglichkeit eines steuer- und sozialversicherungsfreien 15. Gehalts für Arbeitnehmer geschaffen. Und neben den soeben angeführten Maßnahmen wäre eine Vielzahl weiterer Entlastungsmaßnahmen vorgesehen gewesen, nicht nur für die Unternehmer, sondern insbesondere auch für die Arbeitnehmer. Nachlesen kann man das Ganze im Ministerratsvortrag vom 01.05.2019. Vielen Dank. Am Wort ist die Das war Hubert Fuchs, der FPÖ-Finanzsprecher und